Ja, also wieder bei Goldenzeit, die vergessene Epoche. Beim letzten Mal haben wir hier eigentlich gegen Harazi und Dinaria gekämpft, aber sie sind weg. Das wusste ich auch nicht, dass sie einfach verschwinden, wenn man sie besiegt. Also sind sie dann leider doch gestorben, bevor wir das Leuchtturm in Feuer entzünden konnten. So. Ich sollte hier vielleicht den Marsstern an der Stelle benutzen. Um den Marsleuchtturm so ein kleines bisschen aufzutauen und ihm seinen Namen mal gerecht werden zu lassen. Ja, und jetzt haben wir nämlich ihn quasi so ein kleines bisschen reaktiviert, würde ich sagen. Guck nur mal kurz, dass ich mal ein bisschen Platz mache hier. So. Ich habe auch gemerkt, mit Vermeidung kommen mittlerweile keine Gegner mehr. Deswegen werde ich die jetzt auch erstmal die ganze Zeit benutzen. Da wir mittlerweile doch, glaube ich, genug gekämpft haben und uns jetzt mal an die Rätsel setzen. Joa. Schauen wir doch einmal kurz. Es sieht zumindest auch jetzt nicht mehr so kalt aus, auch von den Farben. Es ist viel intensiveres Rot jetzt am Leuchtturm. An den ganzen Wänden auch. Gut, hier und da ist natürlich immer noch ein bisschen Eis, aber... Man merkt schon, er ist ein bisschen wärmer geworden. Auch dadurch, dass da jetzt eben Lava wieder entstanden ist. Ich guck nur gerade, ob ich irgendwo noch was finde, wo ich noch hin kann. Aber ich glaube, jetzt das ist jetzt der Punkt, wo ich doch mit Rückzug mal raus kann. Bevor ich mich jetzt hier noch dumm und dämlich suche. So. Hier auch weiterhin. Hat er auch von draußen so ein bisschen an Farbe gewonnen? So. Kann sein, dass er auch hier ein bisschen an Farbe gewonnen hat. So, haben wir hier jetzt eine... Ja, jetzt haben wir hier auch die Fackel. Das heißt, ich kann auch das jetzt mal endlich in Brand setzen. Um das da mal zu aktivieren. So, dann kann ich doch jetzt sicher dich einmal ein bisschen in die Luft springen. Und wenn ich mich nicht irre, sollten wir hier jetzt auch endlich mal zu unserem Mastion kommen, den wir schon vor 2, 3 Parts mal gesehen haben. Schauen wir mal. Ja. Da haben wir unseren... Hallo? Hallo? Okay, ich kann dich nicht von oben anreden. Unseren letzten Mastion. Ich habe gehört, du möchtest einen Megiddo haben. Schade. Wollte er wohl noch nicht haben. Ei, das tat weh. So, Cosmo, einfach deine KP wieder zurück. Oder auch nicht. Hier hast du deinen Megiddo. Ja, reicht. Sehr schön. Muss so langsam mal da gucken, wenn wir dann alle unsere Djinns haben. Wie ich das dann mache mit den ganzen Synergien. Das ist... Ne, genau das will ich ja nicht haben. Hier, kannst du haben. Das wird bei allen ein paar coole Klassen machen. Ich glaube, spätestens dann werde ich dann auch so langsam mal diese Synergie-Items auch mal ablegen. Wir haben auf jeden Fall... Also ich muss sagen, es war cool, das ganze Spiel durch, die dann mal zu verwenden. Weil ich die, wie gesagt, meistens bei der erstbesten Gelegenheit verkauft habe und dann wieder die normalen Klassen mal verwendet habe. Aber, auch mit denen mit... Ja, ich glaube, hier sieht man auch ganz gut die Änderung. Ist eigentlich ganz cool, die zu benutzen. Aber ich denke mal jetzt so zum Schluss sind es auch natürlich nicht mehr die besten. Ah, jetzt kommt hier was. Du, der du den Stern in den Händen hältst, öffne dein Herz und lausche. Verlangt es dich nach den Weiten des Himmels, sollst du die vier Geister entflammen. Ja. Und man sieht schon, wir haben hier... Na, wobei, ja, das ist sogar eine Tafel dran. Die Fische, mit kühlem Mut beherrschen sie das Wasser. Hier haben wir nämlich so vier Räume. Die Vögel, auf den Schwingen der Wahrheit befehligen sie die Winde, die wir jetzt hier abgehen können. Das Geräusch. Die Drachen, brennend vor Macht, lenken sie das Feuer. So, Moment. Und hier haben wir dann noch die Menschen, mit der Kraft der Weisheit regieren sie die Welt.
Ja, dieser Turm hat, Jupiter hatte ja schon 2 quasi extra Türme gehabt. Dieser Turm hat 4 extra Türme. Und ich würde sagen, wir gehen die einfach in der Reihenfolge ab, wie wir auch die Leuchttürme gemacht haben. Sprich, wir fangen an mit Wasser. Und das finde ich ziemlich cool, dass wir quasi dann mehr oder weniger nochmal so, ich glaube, so eine Art Themen-Mini-Dungeons haben. Dass wir dann quasi da nochmal ein bisschen was in der Richtung machen, dass wir quasi für jeden nochmal was machen. So, ist da hinten noch was versteckt? Oh, nee. So. Dann auf in den Wasserturm. Was haben wir hier überhaupt nochmal? Steine sehen so merkwürdig aus an der Stelle, warum auch immer. Kam mir gerade irgendwie seltsam vor. So, ein Rutschrätsel. Das passt doch zu Wasser. Lass mich das mal anschauen. Was ist denn dann weiter oben dann noch? Sie rutscht hier wahrscheinlich eh nur wieder runter, ne? Ja. Ich glaube, ich kann es auch noch gar nicht in der Richtung lösen, dass ich da nach oben kann. Das heißt, wir müssen versuchen, jetzt erstmal nach links zu kommen. Oh, never mind. Ich kann doch da oben hin. Ich sag's aber, ich habe hier kein Feuer, um das zu entzünden. Also bringt's mir noch nichts. Muss ich da... Moment. Ah, okay, ich sehe schon, was ich machen muss. So. Nach unten gehen. Das muss ich machen. Und die Röhren aktivieren. Na gut, das Ding spuckt auch aktuell nur heiße Luft und kein Feuer. Okay, dann schauen wir mal. Dann würde ich... Den unten muss ich eine höher schieben und dann den dahinter direkt auch. Weil bevor der mir hier gleich im Weg steht, schiebe ich ihn erstmal nach rechts durch. Kann man hier das ja wieder zurückholen. So. Dahin. Moment, das noch nicht. Gut, dass wir jetzt immer Frost dabei haben mit mir. Muss nicht ständig hier hin und her wechseln. Oh, das ist so gut. Die Sache ist, das Ding, das Feuer wird jetzt sicher instant... Ja, das Eis wird instant gelöscht. Ah, okay, ich sehe auch, was ich machen muss. Ich muss nämlich... Jetzt mal wieder zurück. Au. Den zuerst, den oberen zuerst machen. Weil eben ja sonst genau das passiert, was uns gerade passiert ist. Und das Feuer direkt instant da hinten rauskommt. Ah, nee, Moment. Dann wäre es sogar noch besser. Ich mache den auch schon direkt fertig, weil sonst kann ich den ja nicht mehr einfrieren. So. Und jetzt noch den unteren nach oben schieben. Und damit sollten wir das Rätsel auch gelöst haben. Feuer kommt durch. Und dadurch brennt das kleine Ding da wieder. Okay, never mind. Dachte ich, würde das oben platzen, aber das bringt ja im Endeffekt ja auch nichts. So. Dann so. Aber ja, das passt dann zu dem Rätsel, das wir im Merkur-Leuchtturm hatten. Da hatten wir nämlich auch das ganz oft, dass wir da solche Rohre zusammenschieben mussten. Gut Spiel. Gut, dass du erst runterzoomst, um mir zu zeigen, hey, da ist was, da passiert jetzt wohl was. Und dann zoomst du wieder hoch nach dem Motto, ach ja, ist ja schon passiert. Nein, ist es nicht. Sehr schön. Okay, also die werden sich dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen an die Leuchttürme orientieren. Aber es sind nur kurze Rätsel. Steht da noch irgendwas? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nochmal die Flamme aktivieren. Und das Ding da anzünden. Ja, damit haben wir schon mal den ersten. Das ist wirklich einfach nur so ein Rätsel pro Raum. Wenn es gut läuft. Okay. Didn't see that coming. Könnten wir das vielleicht sogar in diesem Part schon schaffen. Dieser Arkamana übrigens hat, ich glaube, sogar ein sehr gutes Ausrüstungsstück, was man bekommen kann. Berserkerband oder so, glaube ich, heißt das.
was man von dem bekommen kann mit etwas Glück. Kann ich natürlich auch einfach RNGen, das stimmt auch, aber rein theoretisch, glaube ich, kann man da so ein gutes Ausrüstung. Ich muss sowieso dann auch gucken, was für Ausrüstungsstück ich mir alles RNGen muss. Joa, um da die perfekte Ausrüstung zu haben. Ja, dieser Akamana, der ist echt gut dabei. Und dann komme ich mit Megiddo. Und der dachte sich auch nur noch, oh shit. Hätte ich die mal in Ruhe gelassen. Ja, wie gesagt, ich muss, sobald wir hier fertig sind und... Na, aber eigentlich erst, sobald wir alle Djinns haben. Ich möchte mir erst alle Djinns holen und danach fange ich an mit der großen Planung. Habe ich keine Vermeidung mehr an? Sobald wir alle Djinns haben, beginnt die große Planung. Wer kriegt welche Djinns, mit welchen Klassen? Wer kriegt welche Ausrüstung? Aber da wird so viel noch reinkommen, dass ich quasi schon... Also im Idealfall habe ich dann die perfekte Ausrüstung für die optionalen Bosse. Ich kann nämlich schon mal spoilern, es sind 4 optionale Bosse, quasi ein für jedes Element, mehr oder weniger. Und ja, also wenn ich die angehe, würde ich dann doch schon gerne quasi meine Endgame-Ausrüstung haben. So, Nummer 1 fertig. Dann auf zu Venus. Das heißt, ich muss heute zumindest so weit aufnehmen, dass wir hier fertig sind, alle Djinns haben und bereit sind, quasi zum Ende zu gehen und zum anderen auch zu den Bossen zu gehen. Jo. Da ist nichts weiter. Ich weiß, irgendwo an einer Stelle ist da sogar was draußen. Einfach irgendwo so in der Ecke oder so, eine Truhe. Meine ich. Ich kann mich auch irren. So, Venus. Gucken wir doch einfach mal. Das war eine Trap. Eigentlich können wir es sogar sehen. Wenn ich das Ding jetzt so mache, denke ich so, okay. Ah, das ist gar keine Trap. Oh, das war aber richtig. Wenn ich hier so hingehe. Oh, okay, das ist eine Trap. Oh mein Gott. Ja. Einfach nur, um es mal zu zeigen. Naja, da will ich nicht hingreifen. Da habe ich schon gesehen, dass da was hinter ist, was mir wehtun wird. Da brauchen wir den Lastenheber. Da kann ich auch nicht weiter. Da brauchen wir Versanden und da kann ich auch nicht weiter. Okay. Lastenheber und Versanden werden wir da brauchen. So, wie sieht's hier aus? Du bist auch eine Falle. Ich meine, du lässt echt verdammt schnell nach. So, du bist auch eine Falle. Du bist keine Falle. Gut. Man muss ja nicht in jede Falle reinlaufen, ne? So. So, Moment, du hast ihn nicht. Du hast den Lastenheber. So. Dann einmal dahin. Immer noch, wo der eine Venus, Merkur. Jupiter! Meine Güte. Ein Jupiter-Djinn ist, der mir fehlt. Soll mir beim besten Willen auch nicht einfallen. Ich guck mal nach diesem Part mal nach. Es kommt echt nicht in den Sinn, wo der nochmal war. Alle anderen habe ich im Kopf, nur den einen nicht. Naja, alle anderen, die anderen drei. Das sind ja nicht mehr so viele. So. Haben wir mit Lastenheber auch was gemacht im Venusleuchtturm? Ich glaube irgendwie nicht. So. Dann komm du schon mal auf mich zu und ich verschwinde im Sand. Das war zumindest im Gaia-Felsen, wo wir mit Versanden viel machen mussten. Ich finde das schön, dass da quasi von allen Elementen nochmal so ein bisschen was zu machen ist. Und schnell weg. Ist ja quasi im Endeffekt nochmal so ein Best-of-Turm hier. Mach von allem mal was ein bisschen. So. Und damit haben wir auch Venus wieder erweckt. Erweckt die Venuskraft erweckt. Sagen wir es einfach so. So. Und dann hier runter. Dann bleibt als nächstes der Jupiter. Soll ich mal bedenken? Also ich glaube,
Wenn ich jetzt einfach mal so schätzen müsste, wir sind jetzt bei Part 56. Also 70 wird das Projekt sicher nicht erreichen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Maximal 65, würde ich jetzt sagen. Aber ganz maximal. Wenn ich jetzt aber den Rest dieses Parts jetzt dafür noch drauf geht, dann beginnen wir im nächsten Part so ein bisschen die Djinns noch zu holen. Oder halt teilweise hier und teilweise Djinns holen. Übrigens jetzt auf zu Jupiter. Und dann noch die vier Bosse. Jeder quasi ist aber einen Part für sich. Die können schon anstrengend sein. Und dann eigentlich Final. Ich sag mal jetzt einfach mal so 62 bis 64 würde ich schätzen. Also wenn ihr das jetzt so seht, eine Woche ungefähr noch. Könnte hinkommen. So. Ah, hier haben wir Zyklon. Darf ich auch entscheiden, welche Richtung ich nehme? Dann machen wir das mal so und wir nehmen rechts. Ja, doch. Ich würde schätzen, ungefähr eine Woche noch geht das Let's Play. Dann haben wir alles. Habe ich auch alles gezeigt, was ich zeigen wollte in diesem Spiel. Ich kann auch schon direkt sagen, Golden Sun, die dunkle Dämmerung, also der dritte Teil, den werde ich nicht direkt in Anschluss machen, so wie ich es jetzt mit dem zweiten gemacht habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt auch noch gar nicht, ob ich ihn überhaupt jetzt erstmal in nächster Zeit machen werde. Da ich schon finde, dass... dass ich schon finde, dass der zweite Teil... Der erste und der zweite halt in Kombination sehr viel besser sind. Okay, also ich sehe, wir müssen da den linken Übergang irgendwann mal nehmen. Also sehr, sehr viel besser. Nichts gegen den dritten Teil, aber schon so ein bisschen. Er ist halt leider nicht auf dem Niveau dieser beiden Teile. Der hat natürlich ein paar schöne Änderungen hier und da. Aber ich weiß nicht, das Gesamtpaket ist einfach hier stimmiger. Dementsprechend werde ich das auch erstmal noch auslassen. Vielleicht irgendwann mal. Aber ich habe dann zumindest hier die beiden Teile auch endlich mal gemacht. Weil das doch ziemlich gute Spiele sind. Und ja, freut mich, dass ich dann auch mal machen konnte jetzt endlich. Hat mich auch gefreut, dass Christian mir tatkräftig unter die Arme gegriffen hat hier und da. Mit seiner Randomness. Das ist doch das, was ihr auch haben wollt, alle. Ja, es hat gut funktioniert, mich erstmal in der Erde zu versanden. Nicht in der Erde, sondern im Stein. So. Und nochmal zurück. Ah ja, das ist schon ein cooles Spiel. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Gibt's auch die Virtual Console Version im 3DS? Oder ich weiß nicht, ob es im Wii U oder im 3DS eShop ist. Problem da ist halt leider nur, dass die Englisch sind. Ich finde es, weiß ich, unverständlich, wenn es so auch deutsche Versionen gibt von Spielen, warum man dann einfach die Englischen nimmt. Weil es hat sich zur Virtual Console Version ja nichts geändert. Wenn es jetzt ein Remake wäre, okay. Da sind vielleicht neue Sachen dazu bekommen und man hat vielleicht nicht die Zeit gehabt, das noch zu übersetzen, das bisschen Neues, aber warum auch immer, aber wenn es schon bestehende Spiele gibt, warum nimmt man nicht einfach auch die Sprache, gerade wenn es auch für den deutschen Markt ist? Das ist mir dann leider doch noch ein bisschen unverständlich. Kann ich da überhaupt hin? Nicht von hier aus. Finde ich halt einfach sehr schade dann. Also, ich habe natürlich kein Problem mit englischen Spielen, aber es ist schon angenehmer, die Spiele einfach auch in der Sprache zu spielen, die man halt auch am besten kann. Und das wäre halt in meinem Falle halt Deutsch. Es gibt auch sicher Leute, die können Englisch. Also, die sind Deutsch, aber können Englisch dann trotzdem sehr viel besser. Aber ich kann Englisch, ja. Aber ich kann Deutsch besser. Eindeutig. Hau mich mal runter. Danke. Deswegen würde ich doch sagen, also ich spiele doch am liebsten auf Deutsch. Ups. Also sollte irgendjemand sich vielleicht irgendwie
näher mit auskennt, warum manchmal so Spielportierungen dann einfach mal eine komplett andere Sprache haben. Darf er mir das gerne mal sagen? Würde mich dann doch schon interessieren. Ob man da nicht einfach, naja, die Sprache nehmen kann, die man eh ohnehin schon im Original hatte. Und man stattdessen einfach eine komplett andere Sprache nimmt. Ist es einfacher, so rauszubringen? Hat man einfach mehr Geld von? I don't know. So. Damit hätten wir dann auch Jupiter wieder drin. So. Einmal kurz durchwarten, bis hier die Feuerkugel kommt. Wobei, kann ich mich von dem nicht einfach treffen lassen und in den Abgrund stürzen lassen? Schieß mal kurz. Weil ich lande doch eh dann genau, ja, am Anfang. Spart Zeit. Ne? Na gut, aber ich denke mal, den Mars-Teil werden wir heute nicht mehr schaffen. Den werden wir dann im nächsten Part dann machen. Zusammen mit der letzten Djinn-Suche. Und auch dem Aufzeigen, wo dann die ganzen versteckten Bosse noch sind. Überleg gerade. Eines da, da, da und da. Ja, okay. Ich weiß doch, wo alle sind. Ich habe gerade einen, glaube ich, kurzzeitig vergessen. So. Laufen wir zumindest noch bis dahin rüber zum Turm. Kommt nicht irgendwo auch mal was, was mich so ein bisschen davon abhalten möchte, den Teil des Turms zu betreten? So irgendwo Feuerkugeln auf mich schießen? Wahrscheinlich nicht. Habe ich irgendwie wohl mit Jupiter verwechselt, mit dem Wind, der da auf mich zugeflogen kommt. Ist hier jetzt wenigstens meine Truhe? Danke. Alastors Kapuze. Verwünscht einen Gegner. Hier, nimm du sie. Deine Ruhmeskrone. Ach, die füllt PP auf. Die kannst du dann haben. Kann dein... Kann jemand deinen Brillantengreif haben? Ja. Dann kriegst du das. Ich glaube, die Krone, die du hast, ist eh schon uralt. Na gut, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.